Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst hier schon, was ich hier Schönes gebaut habe. Dieses Mal wird es ganz, ganz exquisit. Ich werde ganz tolles Holz holen, Miranti, Rubinie. Wir haben hier tolles Walnuss. Das Gestell besteht aus Eiche. Die Holzverbindung ist auch wieder super easy. Ihr braucht eigentlich gar kein spezielles Werkzeug, außer eine Kreissäge und eine Hobelmaschine, wenn ihr es aus Vollholz herstellt. Wie ich das Ganze hergestellt habe, wie die Holzführungen aussehen, wie ich hier vorne alles festgemacht habe, das siehst du heute alles im Video. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Projekt. Vielleicht baust du es ja nach. Und es ist auch auf jeden Fall mal für dich eine Anregung, verschiedene Holzsorten zu benutzen, damit man einfach an einem schönen Objekt, was du dann dein ganzes Leben lang haben wirst, die verschiedenen Holzsorten einfach mal sieht. Wie gesagt, hier oben die Deckplatte, die ist echt ganz interessant, wie ich das Holz bekommen habe, damals, mit dem Fahrradanhänger. Und genau, das erkläre ich dir heute alles in dem Projekt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen und vor allen Dingen ganz viel Spaß beim Nachbauen. Jetzt könnt ihr mich auch erkennen. Ich zeige euch mal das Holz, was ich aus dem Garten und aus dem Holzkusshandel geholt habe. Und ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal, oder? Wir sehen als erstes mal eine 9mm Multiplex Birkenholzplatte. Ah, ist die schon rund jetzt. Auf jeden Fall wird das das Holz sein, was ich benutzen werde, um die Schubladenbodenteile herzustellen. Dann sehen wir hier zwei Eschenbohlen, hier noch zwei Eschenbohlen und hier noch zwei Rubinienbohlen. Die Eschenbohlen werde ich benutzen, um die Grundkonstruktion zu bauen und die Rubinie werde ich sehr wahrscheinlich für die Fronten, für die Blenden benutzen. Habe ich auch selbst mit der Motorsäge damals hergestellt. Das Video dazu verlinke ich euch oben rechts. Wie gesagt, die Bohlen habe ich selbst geschnitten. Ihr seht, ich habe hier einen Längsriss durch die ganze Bohle, deswegen werde ich es nicht auf Länge schneiden. Deswegen schneide ich erstmal Längsstreifen. Das machen wir drin in der Werkstatt. Ich habe gerade noch ein Kombiblatt verbaut. Das bedeutet, das ist gut für Quer- und Längsschnitte. Aber jetzt machen wir relativ viele Längsschnitte. Und aus dem Grund lohnt sich es für mich jetzt, auf jeden Fall ein extra Längsschnittblatt zu verbauen. Denn das geht erstens schneller und ihr könnt einfach ein bisschen aggressiver arbeiten. Jetzt können wir das Ganze erstmal grob auf Breite zuschneiden. Weil das so ein langer Schnitt ist, mache ich das mit ein bisschen mehr Überhang, mit mehr Verschnitt, weil das sich dann auch einfach so ein bisschen verdrehen kann. So, ich habe jetzt mal hier ein paar Streifen zugeschnitten auf Breite und die müssen wir jetzt noch auf Länge zuschneiden. Das werde ich hier einfach machen mit der Handkreissäge. Natürlich sollte man die Tiefe passend einstellen, ne? Jetzt können wir das Ganze abrichten und auf die fertigen Kantholzmaße hobeln. Und ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr euch zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen solche Bohlen kauft, die habe ich ja dort auch gekauft, kauft sie nicht nur am Preis. Schaut schon ein bisschen, dass die nicht so viele Risse haben, denn hier habe ich ein paar Bohlen dabei, die haben so viele Risse, da ist im Prinzip die halbe Bohle Schrott. Und eine andere Charge von ihm, da war halt eben das Holz tippitoppi. Schaut da vielleicht mal drauf. So, ich habe gerade alle Teile auf Länge zugeschnitten, nachdem ich sie dann gehobelt habe. Und jetzt können wir die Schlitz- und Zapfenverbindung herstellen. Denn das wird so der eigentliche Verbinder sein für oben den Hauptteil vom Regal. Dazu nutze ich auch hier wieder meine Schlitz- und Zapfenvorrichtung. Darüber gibt es ein eigenes Bauvideo, da erkläre ich euch auch, wie man das Teil einstellt. Gibt auch Helle, Pipa, Dolala, alles auf meinem Kanal. Ich verlinke euch einfach mal oben das Video zu diesem Projekt hier und in der Beschreibung verlinke ich euch die Pläne. Damit werden wir jetzt die Schlitz- und Zapfenverbindung herstellen und
wie gesagt, falls ihr wissen möchtet, falls ihr wissen möchtet, wie man das Teil genau einstellt, zeige ich in dem anderen Video oben. Beim letzten Mal, als ich das Teil benutzt habe, habe ich hier ein normales Blatt benutzt, das bedeutet mit Wechselzahn. Dieses Mal benutze ich aber wieder ein Blatt mit Flachzahn, das bedeutet, ihr habt nicht so eine geriffelte Markierung, ihr habt dann oben direkt eine flache Sägestelle. Das ist nämlich mega praktisch. Oh ja, ist das praktisch. So, die Schlitze hier habe ich jetzt geschnitten und ihr seht hier, dass die wirklich schön flach hier oben drauf sind. Das sieht richtig gut aus. Jetzt werden wir die Zapfen schneiden. Die werde ich diesmal nicht an der Schlitzen-Zapfenmaschine schneiden, die werde ich auf dem Schiebeschlitten schneiden. Und ich habe mir hier schon ungefähr die Höhe vom Kreissägeblatt markiert. So, das kann ich jetzt einstellen und ich werde es im Untermaß erst noch einstellen und mich langsam ans Maß rantasten, damit ich ja auch hier nicht zu viel Material weghole. So, ich habe jetzt gerade an der Tischkreissäge eine Aussparung an dem Kantholz geschnitten, das seht ihr im Hintergrund. Das habe ich gemacht, weil ich die Holzverbindung dort doch ein bisschen anders gewählt habe. Seht ihr dann später, wenn es zusammengeleimt ist. Ich habe jetzt hier noch meine Standfüße, die sollen sich nach unten hin ein bisschen verjüngen, damit die nicht so massiv aussehen. Das habe ich mir einfach angezeichnet und kann es mir im Fall doch nur drunter. Das kann ich mir jetzt an der Bandsäge ausschneiden. So, hier an meinem Kantenschleifer werde ich das Ganze jetzt schleifen und das ist halt eben jetzt der Vorteil an einem Kantenschleifer. Hier könnt ihr halt mit der Maserung schleifen und genau solche Schnitte könnt ihr ganz entspannt runterschleifen. Ich werde euch jetzt mal den Unterschied zeigen. Das hier haben wir gerade frisch geschnitten und das hier habe ich gerade schnell an meinem Kantenschleifer geschliffen. Richtig toll. Ich habe auch sowieso das ganze Holz gerade geschliffen. Das ist jetzt wunderbar glatt. Funktioniert einfach super gut. Jetzt verleimen wir schnell alles. Da müssen wir darauf achten, dass wir das jetzt auch natürlich richtig zusammensetzen. Ich werde in den Schlitz als auch in den Zapfen Leim geben, damit er überall genug drin ist. Leute, neuer Tag, neues Glück. Gestern war es immer okay, aber heute, Alter, ich glaube, heute sind es hier wieder 30 Grad. Schreibt mir doch auch mal gerne in die Kommentare. Ui, die Band ist hier voll. Mann, alles geht hier drin auseinander. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du auch so tropische Temperaturen in deiner Werkstatt hast. Und wenn nicht, kannst du mir jetzt gerne die Nase lang machen in den Kommentaren. Du, jedes Mal, wenn ich hier in die Werkstatt reingehe, mache ich den Strom an und dann auch hier dieses Ladegerät. Und jetzt passt mal auf, was das macht. Ich habe das jetzt seit ungefähr, keine Ahnung, 1,5 Jahren und das hat es heute zum ersten Mal gemacht. Naja, wie dem auch sei. Ich habe hier zwei Stücke Robinie. Fun Fact, bei diesem hier ist Öl über mehrere Wochen hinunter von einem Gartengerät hier drauf getropft. Deswegen ist das hier ein bisschen geölt. Das hier werden wir auf jeden Fall mal für die Deckfläche benutzen. Das müssen wir jetzt erstmal auftrennen und herrichten.
habe jetzt einiges gehobelt, geschnitten und. Jetzt haben wir hier ein paar Bretter. Die ergeben ein großes Brett. Das wird nämlich das Deckbrett sein, aus schöner Rubinie. Eben als ich es zugeschnitten habe, habe ich darauf geachtet, dass ich die Bretter nicht vertausche. Denn ich habe es so gemacht, dass ich so die Bookmatch-Pattern-Effekt habe. Hier dieses kleine Stück kommt hier einfach nur dazwischen, damit ich auf die richtige Größe komme. 3, 4, 6. Hier diese zwei Bretter sind nämlich gespiegelt und hier diese beiden Bretter sind gespiegelt. Das wird später unser großes Brett ergeben. Das werden wir jetzt mal schnell verleiben. Zu unterlegen. So, das batschen wir jetzt mal schnell. Jetzt habe ich Leim genau auf die falsche Seite gemacht. Na toll. Completely wrong side with wood glue. Ich habe ja gestern hier die Beine fertig geleimt und die werden wir jetzt erstmal zurechtschleifen. Ich habe ja hier das Ganze mit ein bisschen Übersatz verleimt, damit auch die Kante richtig schön wird. Und die werden wir jetzt als erstes mit dem Tellerschleifer grob runterschleifen, damit das Material weg ist und dann mit dem Kantenschleifer fertig schleifen, damit die Oberfläche auch schön ist. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr so einen großen Tellerschleifer habt, schleift bei diesem Stirnholz nicht hier außen, da wird es zu schnell heiß, schleif lieber ein bisschen weiter innen. Und jetzt kommen wir zum Kantenschleifer, mit dem können wir dann auch recht schnell eine schöne Oberfläche erzielen. Weil wir mit der Maserung auch schleifen. So, ich habe gerade eben, was habe ich gemacht? Ich habe das Paneele, die Paneele, was hier später oben auf das Schränkchen drauf kommen wird, habe ich gerade nur grob mit 80er Korn geschliffen. Denn jetzt müssen wir das erstmal auf das endliche Maß draufschneiden. Und dazu nutze ich mal wieder hier meinen schönen Schlitten. Und hier müssen wir jetzt als erstes mal eine Referenzseite zuschneiden. Jetzt ist wieder hier mein altbewährten Trick. Da stelle ich einfach ein paar Gewichte drauf. Dann kann ich nämlich dieses Brett hier vorne jetzt ausrichten. Und gleich können wir es dann einfach zuschneiden. Und so sieht diese Deckplatte hier oben drauf aus. Ich glaube, ich werde hier mal jetzt schon eine 45 Grad Phase dran machen, denn ich würde gerne wissen, wie das aussieht. So, ich habe jetzt einen 45 Grad Fräser eingebaut und ich muss den noch starten, wenn ich den hochfahre. Und jetzt arbeite ich mich einfach mal an die Phase heran. Oh, der ist heiß. Oh, ich bin so hohl. Ja. So, hier seht ihr jetzt leider die Stelle, wo ich verkackt habe. Mega ärgerlich. Katastrophe. Ich werde es jetzt ein bisschen rausschleifen. So, aber das hier ist jetzt immer noch unsere Topfläche. Ihr seht, wir haben hier ein paar Brandstellen. Und die können wir jetzt nicht einfach so von Hand wegschleifen, denn dann ruinieren wir uns hier unsere Phase. Und dafür holen wir hier uns diese Schleifhilfen. Und mit denen können wir hier ganz entspannt das Verbrannte wegschleifen. Und so gut verschwunden. So, hier diese Beine werde ich jetzt mal wieder
wieso ich festschrauben, denn später werde ich die mit Holzleim und Holzdübel verbinden. So, das markiere ich mir jetzt einmal. So. Und dann schraube ich hier ein ganz kleines Schräubchen rein, damit das Ganze nicht auseinanderfällt. So, ich habe gerade hinter der Kamera schon ein bisschen gearbeitet. Ich habe jetzt die Platte einfach auch mit ein paar Schrauben festgemacht. Werde ich später durch Holzdübel ersetzen. Ich habe hier Streifen, das sind Eichestreifen, das sind im Prinzip die Führung für die Schubladen später. Und da habe ich mir hier noch eine Schablone gemacht. Das ist ein Abstandshalter und damit schraube ich die Teile jetzt fest. Ich habe das gerade alles zusammengeschraubt, weil ich es später eh nochmal auseinandernehmen werde. Denn dann werde ich die Feinarbeit machen und alles richtig fein schleifen. Auch hier diese Leisten und. Hier vorne den Abstand markiere ich mir einfach oder positioniere ich mir einfach hier mit einem Messschiebel. Und boah, jetzt Löcher. Ach, eine Kreuzschraube, wie hatten die sich verirrt da rein? Oh, es fängt an zu rennen und ich habe auch noch das ganze Holz nach hier. Das. Oh, leck mich doch mal.